Und nochmal willkommen zurück zu Tagwarpod Evil. Das ist jetzt kurz nach der ersten Aufnahme, wo wir gestartet haben. Ich glaube, nochmal hier vorstellen müssen wir uns jetzt nicht direkt. Wir kommen einfach direkt zur Sache und fangen weiter damit an. Richtig? Jupp. Gut, was mir eigentlich auffällt. Was denn? Du redest manchmal voll komisch. Ja, weiß ich. Nicht das. Ah. Am Ende der Aufnahme immer so. Also, das war's dann bei uns. Man sieht sich. Einfach so komplett leer. Komplett nix. Was soll ich denn groß noch machen? Keine Ahnung. Tschüss. Also jetzt möchte ich aber nochmal von ihr eine spezielle Sache, na gut, mehrere spezielle Sachen wissen. Na, bei der Frage. Aber wenn sie das kennt, dann... Was macht denn da überhaupt? Oh, warte. Wenn schon, denn schon. Plymouth. Ah, Plymouth. Jetzt habe ich Chemie. Das ist falsch geschrieben. Ich habe Plymouth gelesen. Das war das Beamer auf, hab ich gewartet. Plymouth Hemi Cuda. Gesundheit. Wenn sie das Auto kennt. Cuddles with her back. Cuddles with her. Her back. Wer ist sie und mit wem knuddelt sie? Ist das richtig? Knuddelt mit ihrem. Mit ihrem Rücken? Oder an ihrem Rücken? Darf ich jetzt irgendwie verstört sein? Was ist das gruselig? Wieso? Das ist schräg. Ich bin da. Oh, ich hab's. Oder er knuddelt mit ihrem Rücken. Jeff the Killer? Ich hab Jack the Killer jetzt gemacht. So Jack the Ripper und Jeff the Killer. Alles Jack. Ey, okay. Auch gut. Okay. Alles Jack ist auch richtig. Ja. Alles Jack okay, ist warte, richtig. Warte. Versuch du mal. Weißt du, was mit einem S oder mit zwei S schreibt? Wen denn? Was denn? Nein, warte. Was meinst du? Ich wollte was anderes. Ja. Warte. Ja, gut. Scheiße, mir fällt nichts ein. Soll ich nochmal? Ja, mach du bitte. Nochmal. Slenderman. Slenderman. Ich mag das Lied nicht, ey. Jeff is behind. Nein. Voll Deckung. Nein. Ist er nicht. Hör auf, synchron zu sprechen! Das war nicht synchron! Wir haben beide, nein, ist er nicht gleichzeitig gesagt. Nein, aber nicht, aber er ist auch nicht da. Lügnerin! Alter, das wär's doch gewesen! Boah, das wäre so. Ich hätte geschrien. Haben wir letztens erst besprochen mit, das war so witzig. Kennst du noch Alexander, oder? Wo ja. Es hieß wohl, dass er an der Abschlussfeier sah aus wie Slenderman, nur eben, dass er nicht so ein weißes Face hatte. Ja. Haben wir gesagt, dass wir ihn mal verkleiden wollen und wollen wir damit Leuten einen Streich spielen im Wald. Dass wir so der Zettel aufhängen und er spielt einen Slenderman. Ohne Witz jetzt, wollten wir mal machen. Aber hey, ich habe schon auf YouTube Videos gesehen, an denen sie echt eine richtige Slender-Kopie genommen haben und überall Zettel hingehängt haben. Ja, das wollen wir ja machen. Hey, das war stark. Aber er weigert sich wohl, dann habe ich gesagt, dann mache ich das. Dann bin ich halt Slenderman. Du bist nicht groß genug. Ja, trotzdem. Sogar mich müssen wir auf Stelzen stellen, damit es hinkommt. Ganz sicher, hohe Absätze an. Was passiert, wenn dir einer ins Gesicht knallt, man gerade so batsch, gerade rein? Dann ist halt blöd. Es gibt so Slenderman-Kostüme. Oh, Was passiert, wenn ich so ein alter Typ mit einem Regenschirm vermöbelt? Ach, komm nicht mehr mit Regenschirm, das hat man schon. Mach jetzt mal, du bist dran. Ja, okay. Ja. God dang it. Fuck you. Sorry, jetzt musst du etwas. Kannst du 30 Seconds to Mars? Kannst du 30 Sekunden zu Mars? Den Film? Kennst du 30 Sekunden zu Mars? Gibt es so einen Film? Gibt es denn? Ich hab mal was davon gehört. Ich noch nie. Aber es ist kein Wunder, ich kenn so gut wie gar nichts. Alter, du kennst die Animes, Mangas und alles Mögliche. Animes kenne ich, aber gute Filme kenne ich nicht. Okay, vielleicht Tube Clash, das ist ein guter Film. Gib das mal an. Tube Clash? Oh, dann Witz, mach mal. Warte mal kurz, das war aber Hashtag Tube Clash. Hashtag Tube Clash. So richtig. Ja, aber. What do you think of them? Was denkst du? Was hältst du von denen? Das ist ganz in Ordnung. Das ist ganz gut. Das sind alle cool. Abgesehen vielleicht von diesem fucking Julian, der ist ein Arsch gewesen, hast du doch gesehen, gell? Ja. Der war echt ein Arsch. Dass er gefressen wurde von was auch immer. Keine Ahnung, was das für ein Teil war. Ist so eine schöne blaue Büchse von Niveau. Ich glaube, da sollte eigentlich Nivea draufstehen, aber steht dann Niveau drauf. Ich glaube, das Video sollte. Na, das kennen sie bestimmt. Nee, also Deutsche kennen das eindeutig. Die aus England oder sowas kennen das auf jeden Fall nicht. Aus
aus allen anderen Ländern, wo kein Deutsch gesprochen wird, kennen die das nicht. Eindeutig nicht. Ja, stimmt, es waren ja nur Deutsche. Es waren ja nur Deutsche, ja. Obwohl ich hab jetzt erst. Warte. Okay. Ich spare mir meine Geschichte bis gleich auf. Sturmgewehr. Okay. I mean the glass ones. Keine Ahnung. Also, die Skaha ist eigentlich ein echt gutes Sturmgewehr. Also, was war noch was anderes? Sorry. Vielleicht kapiert. No, learn me gotta. Me gusta! Was ist das? Me gusta, mir gefällt's. Nein, mir gefällt's. Keine Ahnung. Nein, mir gefällt's? Ich verstehe nicht. Ich weiß es auch nicht. Also, ihr gefällt Black Ops 2, du solltest ja eigentlich wissen, was die Skaha ist. Oh, die haben 27. Oh, noch eine. Oh Gott. Oder... Bin ich jetzt mal wieder dran? DSR. Ich glaube, ich habe sogar falsch geschrieben. Amici me gusta. Amici me gusta, schon wieder me gusta. Okay. Du bist dran. Okay. Ich habe keinen Bock mehr. Okay. Ich habe sogar... Jetzt habe ich vergessen, was ich schreiben wollte. Ja, so ging es ja vorhin auch. Ah, denk es. Vielleicht sollten wir wieder anfangen, was Lustiges zu machen, damit die Leute nicht einfach das Video beenden. Ich glaube, die werden das nicht so beenden, weil das ist jetzt was komplett Neues. Ich glaube, das wird nicht so schnell beendet werden, als jetzt irgendwie Sachen, wo schon seit Ewigkeiten laufen. Yep. Das ist jetzt die zweite Folge gerade. Trotzdem sollte man wieder was Witziges. Wie lange geht denn die schon? Warte mal kurz. Ich kann das ja gucken. Sechs Minuten. Das ist ganz nice. Schwach, Alter. Lass mich mal kurz nach. Gib mal Haribo ein. Okay. Nein! Warum nicht? Ich wollte. Wie schreibt man den? Gronk. Ja, so? Gronke. So schreibt man den. Hau mal ran. Ja, also. Alter, wenn ich das. Was ist mit Gronk? Ah! Alles klar. Und ihr könnt mich jetzt gerade nicht sehen, aber meine Augen sind gerade richtig offen. Ja, und das sieht witzig aus. Okay, nächste. Okay. Okay, doch, nächste Aufnahme machen wir dann mit. Facecam, okay, nächste machen wir dann. Ja, okay. Nächste machen wir dann. Aber die ersten zwei machen wir jetzt, lassen wir jetzt erstmal ohne. Nur so, um zu gucken, wie die Reaktionen sind. Gut. Willst du oder soll ich? Mach du nochmal, ich habe jetzt drei hintereinander gemacht. Okay, ich mach Haribo. Haribo! Mach Kinder froh. Ja, Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso. Macht Kinder froh. Und? Punkt. So? Und Erwachsene ebenso. Komm schon, Haribo nicht mit 2 R? Nein. Echt nicht? Nein. Welche Augenfarbe hast du? Das ist falsch. Dieselbe wie du hast. Nur meine sieht besser aus im Gegensatz zu dir. Die hat auf die Zwickern. Die hat blau, grün, grau oder sowas? Das ist braun. Nein. Doch. Eindeutig, das ist braun. Ich kann die Farbe nicht erkennen. Ich kenne sie braun. Warte, geh mal ein Stück zur Seite. Perspektive. Ich bin jetzt schon nicht mal mehr an meinem Tisch richtig. Und du liegst komisch auf deinen Stuhl. Natürlich. Ich liebe braune Augen. Nein, danke. Ja, nee, dann mach ich. Okay, jetzt kommt random. Lederhosen. Jawoll! Nein! Lederhosen! Komm schon. Warum sagst du immer etwas anderes? Weil das der Sinn von dieser Aufnahme ist. Ich bin dran. Weil wir ein Video machen oder was? Ah, okay. Nein, ich bin kein Mädchen. Okay. Von mir aus. Evie, wer dann Eve? Wer Eve? Eve ist nämlich auch ein Jungenname. Ich habe einen Kollegen mal gehabt, der hieß Eve. Ohne Witz jetzt. Ich habe auch einen Kollegen, der heißt Kim. Meine Cousine heißt auch Kim. Toll, und wir hatten eine Lehrerin, die hieß Gerstenkorn. Ja, nee. Gerstenkorn. In Dörnefer am besten. Was? Dörnefer. Kenn ich nicht. Die Dörnefer ich nicht? Kann mich nicht an die erinnern. Na, egal. Ja, die waren nicht so wichtig. Die waren nur die Lehrerin von der Parallelklasse. Na, egal. Jetzt haben wir gerade eben hier zwei Namen gesagt, ey. Eigentlich müssen wir das rausschneiden. Naja, scheiß drauf, lass mal drin. Gut, es gibt ja viele mit solchen Nachnamen. Auch wiederum da. Keiner weiß, wo wir hier sind. Keiner weiß, wen wir gemeint ist eigentlich. Wir haben nicht die Schule genannt. Nein, wir haben keine Schule genannt. Wir sagen auch keine Schule. Nein. Hogwarts.
Gib's ein. Gib's mal. Ich weiß nicht, wie man schreibt. Text. Ich weiß nicht, wie man schreibt. Ich gucke Harry Potter, ich mag's doch nicht mal. Toll. Ja, jetzt kriege ich bestimmt Hater-Kommentare, weil ich kein Harry Potter mag. Ich will es nicht eingeben, ich weiß eh nur falsch. Ich kenne Harry Potter, aber ich habe mich nie damit beschäftigt. Ich habe den ersten Teil angeguckt und bin fast eingeschlafen. Ich habe währenddessen meine Manga-Bücher gelesen. Ich habe 3 Stück durchgekriegt. Kurzpause! Harry Potter ist halt blöd. Star Wars ist wesentlich besser. Zelda, ernsthaft. Und ich bin ein Junge. Du bist nicht mein Nein, ich bin kein Mädchen. Ich bin ein Junge. Jawohl. Ich bin kein Mädchen und ich bin ein Junge. Oh, die Backen tun so weh. Ist das jetzt Ironie, weil sie ja schon wieder gezwinkert? Death Note. Jawohl, Death Note. Das hat man ja vorher erst. Auch der Beschiss. Du hast Death Notes geschrieben. Also vorhin hast du Death Notes geschrieben. Nee, egal was ich. Wann? Welche Schule gehst du? Das haben wir gesagt. Ey, welche Schule gehst du? Welche Schule gehst du? An der Bumper, da. Jawohl! Nee, ernsthaft. So hört sich manchmal die Sprachen an, ey, von heute. Wenn man so an der Haltestelle stehst, ist man schon, ey, voll krass, Alter. Platze, ey, ich geh schnell Post. Das ist mal unser. Ich feier das mal voll. Unserem Klassenlehrer. Ich feier das voll, ey. Platze, ich geh nachher schnell Post. Welchen Klassenlehrer? Der Englischlehrer? Oder meinst du? Ja, du also, weißt, wen ich meine. Ja, ich weiß, wen du meinst. Okay, gut. Dann hier den Namen müssen wir jetzt nicht sagen. Nein. Den Namen müssen wir jetzt nicht aber sagen. War ein echt cooler Lehrer. Das ist der beste Lehrer. Neben unserem Klassenlehrer natürlich. Macht Fail! What are you talking about, Slave? Slave? Mr. Slave von Zauber ist hier nicht. Ich guck mal. Scheiße, Mann! Wie kommt ihr jetzt da rauf? Keine Ahnung. Also Dominik ist jetzt schon halb am Verrecken und ich kann die Zeit nicht nachgucken. Ach, ist hallo. Egal, wir sind bestimmt bei 12 Minuten, okay, oh, cool. Wir haben fast eine Viertelstunde. Komm. Na gut, wir machen 20 Scheiße, Minuten. Scheiße, kommt schon wieder die Tränen. Oh mein Gott. Scheiße, Mann. Okay. Nicht cool. Oh, ich hab eine Idee. Nicht cool. Markiplier, jawoll! Markiplier, Yes, he is my favorite too. Okay, das ist cool. Da stimme ich dir diesmal zu. Ja? Ausnahmsweise mal, Evi, Daumen hoch. Wir müssen jetzt so einen Daumen hoch da so reinklatschen. Gerade so hier nicht daneben rein, gerade so. Nee, guck. Eben so, ja, das müssen wir eigentlich so machen, dass wir so hier so kleine Männchen für uns, wenn die so den Maul offen haben, dass die so lachen und. Oder so ein Schild hochhalten, den Daumen hochzeichnen. Genau, das müssen wir eigentlich machen, aber ich bin nicht so gut im Editing. Das ist das Problem. Die guten Programme machen das ja quasi von selbst. Ja, ist egal. Das, ja, wenn ihr Tipps habt für ein gutes Editing-Programm, schreibt's bitte rein. Ein gutes Aufnahmeprogramm, wo kostenlos ist, bitteschön. Nee, muss nicht kostenlos sein. Sollte schon kostenlos sein. Muss nicht, Mann. Ich gehe arbeiten, du Pfeife. Ja, du gehst arbeiten, ich gehe noch zur Schule, also. Loop. Selber. Jo. Ah, jetzt schreibt er Loop. Lame. Hm. Total lame. Hm. Ja, komm schon, was passiert? Is it even a song? Nein, ist bestimmt kein Song. Ist bestimmt kein Song, nein. Gut. Beloved Tomboyish Fairy. Er, der Voto kennt, der kennt diesen Titel. Eindeutig. Jetzt kommt's. Komm schon. Es gibt nur einen Namen von der Flüster. Und das ist ein Name. Komm. Nix. Sie denkt. Magical Fairy? Das könnte der Fairy sein, theoretisch. Ich meine Tscherno! Das ist der warte. Titel von ihrem Song. Mein Bruder hat neulich mal ein Lied gehört. Ja, mein kleiner Bruder. Okay. Dubi dam. Ah, das hatten wir auch schon mal. Also zumindest. Warte, guck mal, was kommt. Dubi dam dam da dubi da ba di bi da. Ja! No, this is not my name. Ja, auch ist klar. Ja. Das wollte ich aber damit nicht erreichen. Manchmal, wir hatten es euch einmal geprüft, da hat sie ein Stück davon gesungen. Sie hat es weitergeführt. Normalerweise ist sie auch schlau genug, um es weiterzuführen. Welches kann irgendwie so ein Text? Mach halt irgendeinen guten Text, irgendeinen voll witzigen. Das kann nichts sein. Kannst du mir eins? Baka. Selber Baka. Perfekt. Baka. Einfach Baka. Ja. Mal gucken, was sie darauf sagt. Baka means it is in Japanese.
means idiot in Japanese. Das ist richtig. Das ist richtig. Oh, arme Chirno dann. Da tut's mir leid. Da heißt ja, die nennen sie immer alle Idiot in dem Chirnos Perfect Math Class. Math Class Video. Nennen sie immer alle Idiot. Oh, da tut's mir leid. Ich mag ja Chirno. Chirno ist cool. Sie ist witzig. Ja. Nur weil sie so dumm ist eben, deswegen. Ja, ja. Ich würde auch, aber was ich kacke finde immer noch, ist, dass man Letty fett nennt. Dass man wegen Fatty Letty hat sie eben so. Ich find's voll unfair, weil Letty ist eigentlich gar nicht so fett, die sieht eigentlich voll gut aus. So jetzt vom Design her gesehen. Ja. Yeah. Ja. Wenn du meinst. Ist gut gemacht, ey. So fett sieht die gar nicht aus. Warte mal, warte mal. Könnt ihr mal später mit sagen, ey. Hab ich jetzt so. Komm einfach jetzt auf dem Handy. Lass ja. mal. Ja, du bist dran. Du bist dran, ich zuck mein Handy und mach kurz was. Ich hab keine Nachrichten, cool. Scheiße. Wie verengt das? Oh, warte, das ist es. Das ist es. Das ist es. Scheiße. Jupp. Wundervoll. Das passiert, wenn mir nichts einfällt. Nein, das ist passiert nicht, wenn mir nichts einfällt, aber. Ja, guck, das habe ich nicht gesagt. Das ist sie. Ja. Gar nicht so übel aus, oder? Vom Design her ist ein guter Charakter. Ja, ja. Die ist nicht dick. Nee. Hat nur eine interessante Oberweite. Ja, das ist wie ein Scheiße. 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 Hat's erst vergessen. Scheiße. Scheiße. Au. Entschuldigung. Hey, was geht? Hund ist wieder da. Und Timmy, komm her. Komm her. Komm. Komm her. Keine Lust. Okay, was haben wir noch? So eine Gänsebacke ist dran. Ja, ich bin dran. Ich versuche nochmal. Utsuho Ryuji. Solltest du auch kennen, oder? Mhm. Weißt du wer? Nö. Nein, natürlich. Ich. Gesundheit. Wer ist Maria? Es gibt keinen Toro-Charakter, da ist Maria. Tja, das. Zumindest kein, wo ich kenne. Warte mal, Utsuho. Utsuho, das ist die Atomkrähe. Hey, unglaublich, ich war ziemlich nah dran. Wer hast du denn gedacht? Ich muss nur an Raben denken. Ja, umso besser, wie dieses eine Mädchen, den Wolfmädchen, danach in eine Katze verwandelt hat, weißt du? Hör schon das Video. Moment. Aber scheiß drauf. Wie schauen wir ab, Rishi? Keine Ahnung. Après-Ski. Kenn ich nicht. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich weiß nicht, wie man es schreibt. Und so. Es geht so nicht, aber scheiß drauf. Après-Ski ist nur einmal im Jahr. Das heißt Malle. Echt Malle? Malle. Die haben bei uns die ganze Zeit gesungen, Après-Ski ist nur einmal im Jahr. Die haben die das heißt Malle. Ach, wieso? Ich hab das Lied mit Après-Ski gehört. Mach mal einfach nur so. Okay. Mach mal einfach nur so. Aber scheiß drauf. Malle gucken, was passiert. Ist nur einmal im Jahr. Bei uns haben. Bei uns ich hab die Scheiß mit 2 S eigentlich. Fuck. Nein! Nein, das scheiß mit gar keinem S. Das. Jetzt denkt sie nach. Muss meine. Aber scheiß drauf. Aber scheiß drauf. Jetzt ganz ehrlich, musst du auf die Toilette oder sowas. Ich kann drauf wetten, dass es jetzt gleich kommt. Jetzt mach doch mal! Ich will das nicht rauscutten jetzt. Wir müssen. Was hältst du noch? Ich kann mir erst nur scheißen. Ja, bestimmt. Pullern kann ich auch. Oh mein Gott. Okay, wir haben 19 Minuten. Noch ein bisschen weiter. Ja, komm, wir können noch weitermachen. Wann musst du gehen? Ich gehe dann, wenn ich Bock habe. Ah, alles klar. Es ist ja schließlich Wochenende. Ich habe Zeit. Ich hab Zeit und das Geld. Nur das Geld fehlt mir leider. Okay. Mir fehlt es nur an Zeit, aber nicht an Geld. Ja. Müssen wir also irgendwie kombinieren, aber egal. M&M's. Die sind lecker, aber. Ich hab keine. Hab's, das ist es. M&M's? M&M. Oh. M&M und M&M. M&M. Warte. Nee, ist richtig. Nee, ist richtig so. M&M. Nicht M&M's. Nein, ist so richtig. Hallo, kannst du Deutsch? Ja. Ja. Du aber nicht. Nein, kann sie nicht. Das ist kein Deutsch. Ja. Stell mal eine Frage. Stell mal eine Frage. Bestimmt nicht, nö. Alright.
Lass mich mal nachdenken. Ich will wieder einen Charakternamen nehmen. Also diesmal von Action mal was anderes als Sao Motoro oder Soul Eater. Ich muss irgendeinen anderen. One Piece will ich nicht nehmen, das ist zu Mainstream, finde ich. Ich muss mal nachdenken. Kirito hatte ich schon. Kirito hatte ich schon. Wie wär's mit Tomoki? Oh Gott. Komm schon, da passiert. Hat er Vor- und Nachnamen? Der hat auch einen Nachnamen. Warte mal kurz, guck mal. Bevor du irgendwie jetzt was drückst, müssen wir mal kurz gucken. Weil wir wollen ja es korrekt machen, oder nicht? Ja, natürlich wollen wir es korrekt machen. Ich mach das. Guck du halt. Da steht doch immer. Aber meine Bücher sind schön in Ordnung, gell? Ja, meine ja auch. Ja, wunderbar. Sollte ich mal Ikaros eingeben. Das macht, kannst du als nächstes machen. Heißt er nicht Sakurai oder so? Nein. Doch, Tomoki Sakurai. Sakurai, doch. Saha, hab ich ja doch recht. Da doch, da hinten steht's doch. Sakurai, hier so richtig? Steht's doch. Okay. See Sakura Card Captors. Oh, Sakura. Oh, das kenne ich, Card Captors Sakura. Oh, das war mein erster Anime, wo ich je gesehen habe. Kommt ja, Mann, das war übel cool. Okay, versuch es mal. Ich wollte Mädchen-Anime werbe, ich habe das damals noch nicht unterschieden. Ey, ich wollte das aber. Ich gehe zur Gutenberg-Schule. Da gehen wir nicht hin, nur so zur Info. Das ist eine Schule, wo ihr ausschließen könnt. Zur Gutenberg-Schule. Stolberg? Wo ist Stolberg? Das ist eine Gegend. Frag mal, wo Stolberg liegt. Nein, das war's nicht. Okay, du bist dran. Ja, ich bin dran. Ich nehme mal. Oh Gott, dammit! Gott verdammt, ich hab schon wieder Englisch gesprochen. Komm mal, das sehen wir mal wieder. Lava. 7.2. Gesundheit. Hä? Keine Ahnung. Was? 7.2? Creeper. Why am I Creeper? Du bist. Naja, wahrscheinlich, weil du vor Intelligenz gleich explodierst. Ironisch. Hm. Okay, ich versuch mal was anderes. Guest. Schreiben wir nicht so? Guest. Schreiben wir so. I never did that. Gesundheit. Ich glaube, ich hab's falsch geschrieben. Nee, Gast schreibt man mit U. Guest ist das Vier aus dem Minecraft. Du meinst der Gast auf Englisch. Ein Gast. Nein, ich meine den Geist von Minecraft, wo den Never immer rumschwebt also, und Feuerbällen spuckt. Okay, nicht. Versuchen wir mal. Fuck. Mir fällt nichts ein. Ich bin gerade aus. Warte, ich hab eine Idee. Oh. Mama. Do you have an idea? An idea about what? Ah, oh, das ist nicht hilfreich. Gar nicht hilfreich. Wird das unser Mikro volle Pulle übersteuert gerade eben? Ich werde jetzt gerade so richtig, ja. Du musst nicht so laut sprechen. Ich spreche nicht so laut, ich spreche normal. Das ist komplett normal. About... Ich weiß nicht, wie man lachen auf Englisch. About... Warte, ich kann das schreiben. Mach du das bitte. L-A-U-G-H. About love. T? Warum T? Oder nein, nicht T, ING oder was? ING. Nein, nicht J! J! Latin! Jing! Okay. Und, danke. Do you like laughing? Ich hab. Yes? Ich glaub, ich kann langsam nicht mehr. Ich glaub, wir sollten. What do you like about her? Wer ist sie? Gott, ich kenne eine Menge Anime-Mädchen. Ganz im Ernst, Toa hat so gut wie 99% von Anime-Mädchen von allen. Hau raus, Mann. Warten. Ich will mir was zu lachen haben. Ich muss grad nachdenken. Vorhin warst du so cool, als ich Belly Jeans eingegeben habe. Belly Jeans. Ich sollte mal irgendeinen dummen Namen wieder nehmen. Ich weiß das gar nicht. Gott, verdammt ich. Mr. Nein, das war falsch. Mr. Slave. Ja, ich hab... S-L-A-W. Slave. Ist das auch richtig? I'm awesome. Das ist überhaupt nicht. Ja, okay. War gut. I'm awesome. Perfekt. Nee, Scherz, komm schon. Das ist... Gut, ich versteh's einfach nicht. Ich auch nicht. Patchouli. Knowledge. Stop. Glaub ich. Schreib mal das. Bitte mich jetzt nicht wieder umbringen, nur weil ich es falsch geschrieben habe. Ich bin auch nur ein Mensch. Okay, cool.
Cool. Sie blickt wenigstens den Zusammenhang. Ja, sie blickt den Zusammenhang. Das ist schon eigentlich richtig. Vor allem, weil Remilia öfter mal Unterrichtsstunden bei Patchouli. Süß. Ich bin dran. Alter, ich hoffe, man hört sich die Kinder da draußen rumbrüllen, als ob die in Lava versinken. Ey. Hörst du das? Ja, ich hör's. Grauenhafte? Jack Daniels. Ach komm, ey. Nur weil die Flasche da steht. Ich weiß nicht mal, ob ich so Sabastrop richtig jetzt gemacht habe. Keine Ahnung, es gibt mir das eine. Ja, nee. Pass. Jack Frost. Ah, das ist auch cool. Das ist was anderes, aber hey. Jack Frost, aber es ist richtig. Es ist hysterisch gesehen richtig. Es ist ein Charakter von dem Film. Oh. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Weiß nicht, diese... Ah, was er... Ja, vergiss es. Do you like beer? Typisch deutsche Frage, ey. Kannst ja mal Duff Bier reinschreiben. No, I don't drink beer. Ah, okay, immerhin ist das Problem nicht. Wenigstens gibt es hier logische Antworten. Ja. Manchmal. 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 Das ist immer 50-50 Chance, dass es irgendwas Logisches oder Unlogisches. Ja, aber wir treffen immer das falsche 50-50. Ich möchte lustige Antworten haben. Ja, ja. Wahrscheinlich geht uns einfach gerade die Kreativität aus und wir sollten irgendwann mal das auch bald diese Folge beenden. Und uns an die Fans setzen. How do you learn things? How do you learn things? Ich lerne sie einfach. Ich weiß nicht, wie man das genau tut. Sie verwirrt mich. Also. Mir tut der Kopf jetzt schon wieder unser weh. Nee, im Herz mir tut der Kopf weg. Ja, super. Das ist die Vorwirkung vom Bier oder was? Nein. Du meinst die Nachwirkung. Oder Nachwirkung, sorry. Boah, ich bin auch am Arsch. Ja, Mann. Also. Also. Was denn? Also. Also. Unsere Laune hat einen neuen Tiefpunkt erreicht. Der war die Witze hier drin auch. Ja. Vorhin, als wir noch nicht auf Aufnahme gedrückt haben, da ging es ja ab wie sonst was. Und jetzt ist es tote Hose. Vielleicht soll ich einfach wieder anfangen zu schreien, damit wir wieder auf Land kommen. Einfach anfangen wie vorher einfach zu schreien. Weißt du was? Ich versuche jetzt nochmal mit Belly Jeans. Ja gut, das haben die vorher nicht mitgekriegt, die alle. Stell mir vor, wir tun jetzt das erste Video hochladen und auf einmal kriegen wir so doppelt so viele Abonnenten, wie wir jetzt schon haben. Schön wär's. Do people teach you things? Do people teach you things? Hör auf mit dem Lernen, wir haben Wochenende. Warte. Nein, jetzt bin ich dran, okay. Okay. Nee, doch. Zwei. Ja, ja. Nee, telling me to learn. Da! Fritz! Stop telling you what. Das hab ich dir gerade gesagt. Okay, warte. Warte. Ich kann nicht mehr, Alter. Ich auch nicht mehr. Ich glaube, wir machen. Warte. Warte, ich will nur kurz gucken. Ich möchte noch ein paar. Wir haben eh fast eine halbe Stunde. Gut, jetzt möchte ich auch noch ein paar Titel von Liedern machen oder ein paar Teile aus Liedern. Vielleicht schafft sie es ja mitzusingen. Gut, zwei Stück. I can be like a wrecking ball. Ach komm. Du schreibst ein Wrecking Ball. Ich weiß nicht. Ja. Keine Ahnung. I came in like a. Du, ganz sicher? Nein. Came in like a. Wir schreiben mal Wrecking Ball jetzt im Ernst. Yeah, oder W-R-A. Wrecking Ball. So. Keine Ahnung. Don't know. Bitte nicht verurteilen, ey. Ich wir kennen's nicht. Wir gucken sowas nicht. Miley Cyrus ist. Kein Kommentar dazu sagen. I never hit so hard in love. Ist das richtig? Ist das richtig? Ja. Ist es? Die ist gut oder einfach nur komisch? Ein kurzer Runde Applaus. Das war's. Gut, du bist dran. Oder soll ich nochmal? Das fällt aber gerade auch nicht sein. Obwohl, das hat man. Also gut, versuchen wir es mal mit anderem. Vielleicht kennt es ja einer von euch. Erik, du kennst es garantiert. Eindeutig. Dein Handy ist voll damit. Nicht nur. Ja, meins auch. Oh, jetzt ist aber mies drauf. Nein. Oh, das ist auch mit in der Aufnahme. Timmy, du bist auf YouTube. Ja, vielleicht auf YouTube, ja, wer? Ich hab Schiss, dass er mich beißt. Nur so zu helfen, das ist kein Rottweiler. Überhaupt nicht. Es ist.
Oh, der riecht auf dem Baum wie der Arsch vom Gaul. Alter, sitz. Nee, nicht auf die Hose. Die ist Gesundheit. Du kleines Würstchen mit Fell. Okay, never. Never runter. Na, give you. Oh, er leckt den Stuhl ab. Das ist, das ist in Ordnung, der will sich nur abkühlen. Das ist normal. Let it go, let you down. Jawohl! Ja, das ist richtig. Drauf. Er hat sich wegen dem Klatschen jetzt aufgeregt, weil es geknallt hat. Sorry. So hört sich halt eine Brofist an. Jetzt sei mal ruhig. Brofist vom Kind. Oh, Kitchen. Alter, wie weit der Mund aufregt. Der hat voll gegessen. Ja, bleib cool. Bleib cool, bleib cool. Ey, ich sagte, das wird jetzt nur mit Geknurre voll sein. Lass ihn runter, komm, lass ihn. Husch! Husch! Okay, okay. Gut, jetzt noch ein, zwei Sachen und danach sollten wir vor heute. Okay, sein. Komm schon, ja, komm. Jetzt noch zwei kleine Titel. Gut, dann haben wir's. Ja, leider fällt mir kein Titel ein. Ich hab was aus der Musik. Du dummer Sack. Du dummer Sack. Also wer das kennt, wer das kennt, der ist gut. Wer sie es kennt. Boah, da hat mal nicht beleidigen, ja? Wer hat nicht beleidigen? Hör auf zu zwinkern. Das ist gut, das ist... Das ist echt aber gut. Das war nicht richtig. Da kommt der dummer Sack, verzieh dich. Müsstest du jetzt sagen. Okay, okay. Das war von Otto. Von Otto Walke. Jetzt doch mal kurz... Komm schon, das hat sie letztes Mal auch nicht beantwortet. Girl in City Girl. Oh. Hat sie nicht beantwortet letztes Mal, wirklich. A City Girl in the Moon. Das hat sie genau selber gesagt. In the Moon, warum ist sie immer noch im Mond? Ja, komm, das Mond war schon letztes Mal so. Ja, aber war echt okay. So. Mann, jetzt hatte ich noch irgendeinen Liedtitel. Lass mich mal nachdenken. Im A. No, warte, falsch! Einmal Angel. Ah, oh, ich weiß, worauf du hinaus willst. Nice! Hat man es nicht auch schon letztes Mal eingegeben? Nein. Doch, hat man. Hatten wir. Warte, wenn jetzt Teufel mit Flammenwerfer kommt, dann ist es richtig. I'm Chuck Norris! Chuck Norris ist Chuck Norris! Gut, gut von mir. Ja, Chuck okay, Norris. Okay. Oh, oh, oh. Was? Das musst du like a boss! Like a boss! Like a boss! Like a boss! Not like a boss, the boss. Not like a boss, the boss. Hä? Das ist eigentlich von Jacksepticeye, wenn es jeder kennt. Like a boss! Wahrscheinlich. Weißt du, letztes Mal das Impossible? Das ist Twisting! Warte. Oh nein! Oh nein! Fagon! Punch! Jawoll! What? Ja, sprich! Also, komm schon. Falcon Punch, du erklärst ihn. Warum muss ich den Falcon Punch erklären? Ich glaube, jeder kennt den Falcon Punch. Ich glaube, das muss ich nicht erklären. Das Spiel? Ja, jeder kennt Falcon Punch. Von was es ist. Das kennt doch jeder. Man kann ja nicht wissen. Von Captain Falcon, von Super Smash Bros. Ich weiß nicht, wie das richtige Spiel ist. Ich kenn's von Super Smash Bros. Den Captain Falcon. Ja, okay. Und dann einmal kurz bei diesem Stickman-Ding, wo ja, du genau. Leute. Opa, mein. Das war ein Kick, das war ein Kick, wo er. Muss ich zerlegt haben. Falcon Kick! Oder Falcon Punch! Fail. Das mit der Spinne, das mit der Spinne hinterher, wo rum. Ein geiles Spooky. Donk! Oh, oh! I will murder your face! Bonk! Ja, mach mal Bonk. Bonk. So? Yep. Bonk? Bonk! I will murder your face, Bonk. Not if I break your nose or face first. Oh mein Gott, die wird brutal. Okay, wir brechen jetzt die Aufnahme ab. Sie wird mir zu brutal. Okay, warte, noch eins zum Abschluss. Nein, sie wird brutal, wir müssen aufhören. Sie bringt uns um. Goodbye? Ach, das ist gut. Goodbye. Goodbye, farewell. Das ist Dänisch. Farewell ist Dänisch. And Merry Christmas.
Okay. Ein bisschen falsch. Wir haben jetzt Juni. Kommt okay. 12 Monate nochmal wieder. Dänisch kann ich ein kleines bisschen. Salang, farewell. Liegt wahrscheinlich an den Großeltern. Goodbye. Nee. Also beenden wir die Aufnahme. Ja, dann war's das für heute. Gott. Du machst es. Vielleicht machen wir morgen noch welche. Vielleicht hast du morgen Zeit. Ich hab morgen Zeit. Uzi. Ist natürlich Wochenende. Cool. Also. Hat Spaß gemacht, Freunde. Dann war's das für heute. Vielleicht machen wir das nächste Mal auch welche mit der Facecam. Und wir machen welche mit der Facecam. Wir werden es sehen. Also, schließlich sehen, wenn ich dir nochmal eine reinzimmer. Ja, gut. Das also, tut immer noch ein bisschen weh. Warte. Da fällt mir noch was ein. Nein! Boah, geblockt! Aber Reflex, ey. Okay, gut. Au, fuck you. Jetzt ist aber Aufnahme vorbei. Okay. Dann bis zur nächsten Episode, bis zur nächsten Folge, bis zum nächsten irgendetwas. Ciao! Und tschüss!